Deswegen habe ich jetzt die freie Auswahl, dieses Spiel zu starten. So, Mikro passend hinstellen. Und dann machen wir weiter mit Lost in Random. So, wir sind in Fünftropolis mittlerweile angekommen, nachdem wir beim letzten Mal vom Tod wieder ein bisschen aufgeheitert wurden. Jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte was mit dem Sensenmann-Tod in den Titel schreiben. Jetzt weiß ich es wieder. Ich hab's vergessen. Hab's nämlich nicht reingeschrieben. Jo, nachdem wir nun wieder ein bisschen froherer Dinge sind und bereit sind, unsere Schwester weiter zu suchen und uns der Tod wieder ja, psychisch fit gemacht hat und Dicey vor allem auf Stufe 6 aufgestuft hat, sind wir nun bereit, uns hier mal ein bisschen umzuschauen. Nobody there a moment ago, and then bam, here you are. Really makes you think. Mistreide, Redeister, Netherstar, Mistreide, Casino. Mistreide, Redeister, Pa. Oh, wait. Karte, wollte ich mir mal kurz mal angucken. Die Schattenseite, okay. Hast du ein? Habe ich überhaupt? Ich hatte sogar ein bisschen was über. Brauche ich überhaupt irgendwas? Hatte ich nicht schon alle Karten mal? Ja, wir haben zumindest alle Karten mal im Inventar. Im Endeffekt ist das hier noch immer noch die beste offensive Karte. Der Speer ist okay. Der Bogen. Weil es gibt zwei Bögen, ne? Ja, den Bogen des Regelmeisters finde ich, glaube ich, gar nicht mal so geil, weil der nicht gerade fliegt, sondern runterfällt und explodiert. Und das tut mir selbst, glaube ich, auch Schaden. Das hier ist eigentlich ganz cool. Was habe ich überhaupt aktuell drin? Wir haben den Zweierhammer zweimal, die Meisterziehung zweimal, den Segen des Löffelspielers zweimal, Superelixier zwei, Blinzelangriff einen dicken Fisch. Das war eigentlich auch immer sehr praktisch. Umas Umarmung für den Schutz. Die Vierer Lanze. Ich glaube, ich nehme die Lanze sogar wieder raus und packe dafür gleich noch ein Schwert rein. Ich finde das Schwert, ehrlich gesagt, sogar noch besser. So. Heißt aber eigentlich, brauche ich gar keine Karten mehr, weil ich mit denen, die ich habe, mehr als zufrieden bin. Aber ich könnte zumindest einfach mal leer kaufen, dass der leer ist, weil für was anderes brauche ich ja meine Karten, mein Geld gar nicht. Von daher, kaufen wir einfach, was er hat. So. Oi, you there. Ich will keinen Ärger. Well, you found it. I saw you. You came through that block gate somehow. That's against the rules, kid. Whole structure's been legally reclassified as a wall, not a door. Naja, man darf auch sicher durch eine Wand gehen. Oh, I've got a point. That's against the rules. Ich bin nur ein kleines Mädchen. Ich bin wahrscheinlich noch... Moment. Wie war das mit 12 Jahren? Muss man den Würfel würfeln. Und wir waren noch nicht an der Reihe. Heißt, unter 14 ist man zumindest in Deutschland noch nicht strafmündig. Ich kann für nichts belangt werden, was ich tue. Und ich würde behaupten, in anderen Ländern ist man wahrscheinlich auch noch als, keine Ahnung, unter 14, unter 12 noch nicht strafmündig. Ich kann vom Gesetz nicht belangt werden. Ich darf tun und lassen, was ich will. Oh, sure. A little girl with a dice. It's real, isn't it? You've got a real dice there. Admit it. Es ist nur eine Kiste. Eine Kiste, die läuft und spricht. In der USA leider nicht. Die schmeißen sogar Kinder in den Knast. That's what real dice do. Guards! Guards! Ich wurde... So, wie spielt man das Spiel nochmal? Wurde verraten.
ja schon mal. Wir können immerhin jetzt bis zu einer 6 hochwürfeln. Was kriege ich? Eine 1. Eine 3, meine ich. So. Und... Bim! Was? Hab ich aber abgebrochen, hat der Sack. Canceln Sie mich bitte nicht, sonst cancel ich Sie. Die mit den Schildern sind schon nicht so geil. Der Große auch nicht. So, Hilfe. Greif mal an. Muss mal wieder ein bisschen Punkte sammeln. So, let's go. Eine 5. Oh, nice. Aber... Ja. Speichern wir uns die mal ein und nutzen die mal hier. Oh, ich habe gerade den Falschen erwischt. Aber nice, egal, er hat ihn für mich besiegt. Achso. Er haut sich einfach selber kaputt. No! Mein Ort gejuckt! Gemeinheit! Gib mir mal noch ein paar mehr Karten. Jee! Safe. Ich mache mein Schwert wieder auf. Und den Rest können wir abspeichern. Die brauche ich nämlich gerade nicht. Nice. Hilfe! Dachte ich, dodge rein. Dieser rote Screen nervt so ein bisschen. Habe ich jetzt eine Heilung? Nein. Einfach keine Heilungen. Aber gut, der ist eh wahrscheinlich gleich dead. Yes. Ist echt so angenehm, dass man so hoch würfeln kann mittlerweile. So. Wo ist der Typ denn jetzt, der mich jetzt gejinxt hat, quasi? Hi. You. You won! Why, you beat him like it wasn't even a thing! Kann ich jetzt weitermachen? Yes, yes, yes. Of course. I shouldn't have interfered. Take this card, yeah? Please. It's very valuable and I want you to have it. It's a token of my regret. Oh, and esteem. You and your cube. I esteem you a lot now. Okay. I'm going away forever now to rethink my choices in my life and live it long and peaceful like, right? Right. Was krieg ich für eine Karte? Sucht der Würfeldimension. Ich hätte gerne noch ein paar von den Keulen. Weil ich glaube, ich habe keine mehr, ne? Nee. Davon würde ich mir noch ein paar mit ins Deck packen. Ja, war schon mal eine von 5 Nebenquests. Wie passend, dass in 5 Tropolis 5 Nebenquests sind. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Irgendwo beim Innenleben. Wahrscheinlich. Was? Hä? Was habe ich hier gerade aufgehalten? Okay. Also irgendwas ist da im Weg. Hello. Where does all this junk come from? We don't make it here. Okay. Wo auch immer wir hier sind. Sieht doch total aus wie eine Kampfarena da unten. Ja. Musik ist cool.
Was? Oh. Da darf ich nicht rein dodgen. Das ist interessant, jetzt einen neuen Gegnertyp einzuführen. Ich habe nämlich auch gerade erstmal einen Moment gefragt, wovon habe ich gerade Schaden genommen? So. Dann nutzen wir das einmal. Das können wir uns hier hinlegen. Und die nehmen wir auch noch mit. So, und dann einmal Dems. Ja, können wir. Ich kann die ja stunlocken. Mit meinem Hammer hier. Was? Wie gemein! Hä? Wait, what? Ich hänge fest. Darf ich die nicht mal angreifen? Was? Aber es hat doch gerade funktioniert. Hä? Jetzt bin ich maßlos verwirrt. Ich habe die doch gerade ganz normal angegriffen, oder nicht? Oder habe ich ihn angegriffen, bevor er sein Ding aufgebaut hat? Eine 1. Danke für nichts. Ich wollte mich eigentlich heilen. Ich nehme das Schwert aber lieber. Kann ich ihn so schlagen? Nee, auch nicht. So, darf ich jetzt mal mehr als eine 1 würfeln? Danke. Kann ich nämlich auch mal heilen. Nein, dich wollte ich nicht speichern. Dich wollte ich, wenn dann, speichern. Schmeiße ich das auch eben mal raus. Nicht damit? Nee. Die Sache ist, dass der Schutzschild geht ja weg, sobald die mich treffen. Aber ich kann da nicht schnell genug wieder hin. Hä? Hilft auch nichts. Irgendwie funktionieren die beiden komplett anders als der von eben. Wenn ich auf... Moment, was ist, wenn ich auf den Boden haue? Das macht er auch. Was? Wie mies! Ich habe nur auf den Boden gehauen. Ich habe die nicht mal getroffen und ich krieg Schaden. Hä? Ich verstehe diese Gegner nicht. Nimm mal das. Und das. Und die anderen beiden speichere ich mir mal kurz ab. Liegt's am Hammer? Oh, wait. Hä? Nee, doch wieder nicht. Darf ich die von vorne nicht treffen? Muss ich die von hinten treffen? Nein, auch nicht. Ich verstehe diese Gegner nicht. Funktioniert einfach alles nicht. Also berühren darf ich sie. Aber ich darf sie nicht angreifen. Ich glaube, den ganzen Schaden, den die genommen haben, haben die sich selber zugefügt. Ich habe nichts gemacht. Aua. Erstmal ein Schutzschild drauf. Kann mein Schwert wieder auffüllen und das einmal abspeichern. Nee, aber aus der Würfelphase heraus kann ich sie auch nicht treffen, solange sie diese komische Aura um sich haben. Wobei, das hat jetzt funktioniert, komischerweise.
probiere das gleich nochmal aus. So. Kann ich? Also, das hat jetzt wieder geklappt. Oh. Je. Kann ja mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, was hochzuwürfeln. Kann ich meinen Hammer nämlich nochmal nehmen und versuchen, die direkt zu stunlocken. Ja, eine 6. Perfekt. So. Direkt aufwerten. Und das behalte ich jetzt mal. Und jetzt... Ne, das hat jetzt wieder mal nicht geklappt, komischerweise. Ich verstehe die gerade einfach so gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der einzige Weg, die zu besiegen, Fernangriffe sind. Weil wenn du keine Fernangriffe hast, hast du den Kampf ja verloren dann, theoretisch. Was ja auch nicht sein kann. Erstmal heilen. Und den die ganze Zeit am rumgrüllen ist. So. Kann ich den jetzt einfach besiegen? Ja. Und jetzt spawnen neue Viecher. So. Können wir die zumindest schon mal wegnehmen. Und versuchen, den jetzt zu verstehen. Schaden, sobald ich versuche, die irgendwie anzugreifen. So, wenn ich jetzt aus der Phase herausgehe, das bringt mir natürlich auch nichts, weil ich ja nicht durchausweichen kann durch die. Ist die Mana, ich brauche die eh gerade nicht. Ne, krieg ich direkt Schaden. Was ich allerhöchstens machen kann, ist mich sofort wieder zu ihm hinbewegen. Das heißt, einmal Schaden fressen, sofort wieder zu den hinbewegen. Und weitermachen. Also ein bisschen Brute Forcen einfach. Sag mal, der Schild geht ja nur weg, wenn ich draufhaue. The town was bustling with life. Even at this late hour, perhaps the townspeople would have something interesting to share. Weil der ist ja nicht weggegangen, wenn die angreifen. Der ging nur weg, wenn ich draufgehauen habe und den Schaden gefressen habe. Das ist ja das Eklige gewesen. Ganz viele Sidequests hier. Ich will keinen Ärger. And you won't get it. Not from me anyway. Most folks living around here just want to do their jobs, honest, hardworking folks, you know. Das klingt gut. Aye, it was years and years ago. Back then. This was a place of magic, and the people were magic too. Hard working, but with a third eye open to the hidden rug weavers of the world, you know? Though maybe not open enough. Not since the Queen came. Oh, did not see that one coming, no. Now we got the old mystics here, mixed with people sent here as punishment. And of course the kids sent here by the Queen's black dice to grow up laboring. Still got a flavor of old magic, but... It's fading away every day, you know. Every day there's more despair, more work, and less magic in the world. Anyways, here I am bending your ear. You be safe, stranger, you hear? Ist ein Nickel zufällig ein 5-Cent-Stück in der USA? Das wäre irgendwie passend. Und der nette Pentakel. Na, die habe ich. Weggeschoben.
Ja, Kostüm. Ist nur ein Kostüm. Ich finde es auch schön, dass Otte einfach dem Typen hinterher geguckt hat, der uns einfach aus dem Weg geschubst hat. Na, komm zurück! Da ist sie einfach aus dem Weg getreten. Also die herstellen hier wohl, oder haben wir mal Karten hergestellt und jetzt wohl nicht mehr. Aber es ist zumindest immer noch alles Sidequest hier hinten, also gucken wir mal weiter. Einer müsste hier irgendwo noch sein. Okay. I must have dreamt it. Had she, though? Well, it was impossible for me to confirm, since we narrators never got to see what's going on inside our characters' dreams. Third person, omniscient narrator, my eye. Oh, ich habe 5 Tropolis erkundet mit 5-dimensionalem Schach. Folge der Stimme. Ah, ich dachte, ich muss da hinten aber hin. Weil da ist meine Hauptquest. Hm? Ich bin keine Touristin. Ja, der Name, der Schornsteinfeger. Der gerade von sich selbst. Wenn du auf der Suche nach Verbitterung bist, wirst du sie auch finden. Was wollte der überhaupt von mir? Ich habe keine Ahnung, was der von mir wollte. Aber okay.
Ebene 1, das sakrale Studio oder der Schrein des Visionärs in der Richtung. Dann gehen wir mal zu dem sakralen Studio. Oh, der Geist. Und jetzt? Okay. Vielleicht kommt hier irgendwann später noch eine Bahn hin oder so. Und nimm mich mit. Er braucht da eigentlich einfach nur jemanden zum Reden. Ich kann auch in die Apotheke gehen. Helfen? I don't know. Can you tell this lady here to shut up? Cute. But the real way to help is to tell this guy here to shut. And I cannot stress this enough. Up! Who are you anyway? Jemand, der gerade eine kleine Unterhaltung mit dem Tod hatte. Huh? Weird. Maybe she's lying. Oh, she's definitely lying. What you need to know is that there's two groups of people here in Five Propolis. The mystics. Who spend all their time reminiscing about the past. We don't reminisce. We sense hidden energies that can help people. And then there's the workers who actually build things and keep this factory running. We mystics work in the factory too. Everyone works in the factory. Ihr streitet also darum, wer besser ist. Exactly. But forget about that. Listen, you're an impartial third party, so tell us who's right. Are the mystics, the original workers of Five Propolis, the ones who are the best, who do all they can to keep the unseen world in balance, even as they also toil here in the seen world? Die Lehrer-Textbox? Workers like myself. The honest laborers of Five Propolis who do an honest day's work without preaching about superstitions and mystic energies and whatnot. Es gibt nichts Besseres als Magie. Ich benutze sie, um Dinge zu zerstören. Ich bin auf der Seite der Mystiker. Es gibt mehr als Leben im Leben als Arbeit. Meine Eltern haben zu Hause nicht mit Magie erbaut, sondern mit harter Arbeit. Magie und harte Arbeit ist die optimale Kombination. Ist mir egal, wirf eine Münze. Das klingt gut. What? Thinking mysticism doesn't matter. Imagine not caring about the workers. Get out of here. You and your incorrect opinions. You just leave us alone. Ja, wir haben eine falsche Meinung. By the way, Meinungen sind nicht falsch. Jeder hat seine eigene Meinung. Die sind nur anders, aber nicht falsch. Außer ihr mögt die AfD, dann habt ihr schon eine falsche Meinung. So, und weiter einkaufen.